wake up. Kommst du heute dran? Wo komm ich dran? Beim Bannerpass. Nein, ich habe nichts angestellt. Und meinst du, dass heute oft geklopft werden? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. War aber gut. Muss ich mich überraschen lassen. Ja, da kommen schon einige gescheit dran. Ich habe mir schon überlegt, ob ich alles sagen darf, was ich weiß. Und wir alle Rentner, politische Rentner, wir haben froh, wie wir unsere Ruhe haben. Ich weiß, wer dran kommt, ja, und ich weiß, dass er es gut macht, wie alle Jahre. Ja, nicht dran kommen wäre schlecht. Das ist nur schlechter, wir nicht mal ignorieren. Der Bodan ist auch nicht schon ausgegangen, die haben Angst, dass sie recht ausgesungen werden, unseren stellvertretenden Landrat, Sigi schon immer, der Mann hat sich schon vertrunken. Da sieht man jetzt schon viel Schiss, dass er recht ausgesungen wird. Also, viel Spaß beim Bruder Barnabas mit seiner Rede für das Stadtbefest 2016. Dankeschön. Grüß euch Gott, miteinander, ihr lieben Leute. In Bayern ist wieder die fünfte Jahreszeit. Das ist schon gut für uns, denn drum haut uns die Fastenzeit bestimmt nicht um. Kas, Radi und Gesicht zum starken Bier, das schmeckt ihm und schmeckt auch ihr. Zwischen Fasching und Biergartenzeit haben wir auf die Weise jetzt auch unser Freit. Und deswegen brauchen wir in Bayern nicht halber der Hunger aus dem Feiern. Darum sind wir dankbar alle mit zusammen, die Pater, die das starke Bier entwickelt haben. Wobei es was Besonderes ist heute ohne Lirn, weil wir wieder einen Heuerbog in Binnert kriegen. Doch der ist gut, kein Zweifel dran, ein Lob von deren unser Breimeister schon. Er ist ihm gelungen, ganz ohne Frage, an Arne sei Sebastianibog. Ja, das Bier ist schon ein edler Saft. Das macht die Weiber schön und gibt die Männer Kraft. Das ist bei diesem Bier das besser. Mit jeder Maß wird die Schönheit von der Ehefrau größer. Ich hoffe, euch gefällt wieder die Starkbierfeier am Binnerter Nockerberg beim Rockermeier. Ein richtig Starkbierfest war es natürlich nicht, ohne die obligatorische Starkbierred. Und deswegen haben sie heute halt wieder mich verpflichtet, dass ich das mit der Red heute richt. Es braucht keiner Angst haben, es kennt es mir ja. Ich bin nicht ganz so ausgeschämt wie Mama Bavaria. Heute fange ich einmal mit dem Festwirt an. Der Rockermeier Karl kommt als erster dran. Bei ihm ist wirklich eins ganz groß. Und das ist seine Freude mit seinen Rose. Der Witzi und der Sturmi haben echt recht brav. Die sind fast so ruhig wie zwei Schafe. Aber trotzdem sagen heute noch die alten Bauern, so am Heiter kannst du nie ganz trauen. Das hat der Karl, so bin ich informiert, beim Rostputzen neulich recht schmerzhaft gespürt. Aber das war halt ein Fehler, wie ich mal. Sowas sollte man halt nicht mit Klapperl da. Bei der Arbeit, da braucht nicht reden, waren Stahlkappenstiefel gewiss besser gewesen. So nimmt das Unglück nach seinen Lauf, der Gaul steigt dem vorher Zehen auf. Mit den Eisen am Huf ist das nicht schön. Und tut natürlich auch sakrisch weh. Der Karl schiebt am Rosarsch verzweifelt an. Und tatsächlich geht der Gaul von seinen Zehen an, fängt aber das Trippen an, ganz ohne Flachs, und tatscht ihm noch gescheit auf den anderen Hax.
das Ergebnis war echt kein Gaudium. Ein paar Tage geht der Karl ganz krumm. Aber ein wenig übertrieben war schon, was die Leute ein paar Tage drauf im Dorf haben rumverzählt. Dass ein Wirt sei Ros, du glaubst das nicht, einen Karl tatsächlich fast umgebracht hat. Am verletzten Haxen sind noch nicht viel gestorben. Und auch der Rockermeier ist deswegen nicht verdorben. Allerdings war es alles andere wie der Schauer. Denn seine Zecher, die haben heute noch blau. Ich rate ihm jetzt aber auf den Fall, dass er sich mit dem Hax in Marburg in Verbindung setzen soll. Als Nächsten packe ich unseren Ortschef an. Der Binnerter Bürgermeister Udo kommt jetzt ausführlich dran. Fast wie der Donald Duck kommt er mir inzwischen vor, im Kampf mit der Tücke des Subjekts gewesen war. Er muss, man möchte es ja fast nicht glauben, mit Neuerwerbungen echte Probleme haben. Sein neues Auto, es ist wahr, was ich jetzt sage, hat er nicht länger gehabt, als wir zwei Tage. Da schaut sein Dichterl zum Kuchenfenstern aus und lasst den folgenden Spruch gleich raus. Du Mama, gib mir schnell Bescheid, hat das jetzt schon seine Richtigkeit, dass unser neues Auto, du glaubst das nicht, beim Nachbarn Meier im Garten steht. Doch Dinge meint, verzeih deinen Schmarrn am Papp und tu mir das da sparen. Sie schaut aber noch doch zum Fenster aus und lässt noch gleich einen Blärer raus. Es steht tatsächlich beim Meier drin, der neue Wohn, und ein Drahtzaun hat sauber übers Heck rumgezogen. Um im Boden, da kommst du noch einer drauf, sitzt er ganz elegant am Gartenwandel auf. Man hat ihm, das war echt nicht die Schiene, aus einer Kraft gar nicht mehr rausfahren können. Erst sein Bruder mit dem Bulldog tut es gelingen, das Auto aus meinem Garten rauszubringen. Gescheite Vorwürfe macht sie Dinge schon. Hab ich in der Garage drin Brems nicht eine da? Ihr größte Sorge war es gewiss, ob er nicht auch ans andere Auto hingerumpelt ist. Das war zum Glück aber nicht der Fall. Und der Udo ruckt noch raus auf einmal. Er hat Teppich ausgestaubt und unterdessen das Handbremsen nicht war ganz vergessen. Da frage ich mich jetzt aber schon, was für einen altmodischen Karren schafft der sich an? Meine Frau Wutzel, die sagt das ganz frei. Der tut sich die Handbremse selber rein. Ein Gutes hat es aber die ganze Schau. Der Meier kriegt kostenlos einen neuen Zoll. Aber hoffentlich muss den der Udo nicht installieren. Das kann nämlich zu gescheiten Problemen führen. Er hat halt auf handwerklichem Gebiet nicht besonders viel los, da ist er nicht fit. Das hat man deutlich gekannt, gerade, wie er kürzlich Quanthaken in sein Wohnwagen reingebaut hat. Mit Meterstab und Wasserwagen. Hat er ganz akkurat gemessen, ohne Fragen. Doch wie die Haken da waren montiert, hat ihn der Anblick schon ziemlich irritiert. Verglichen mit der Decken, so hört man reden, ist die Hakenreihe ganz schön schief noch gewesen. Jetzt misst er mit der Wasserwaage die Horizontale nochmal nach. Dem Gerät nach ist die Hakenreihe im Wasser gewesen ganz einwandfrei. Mit dem Meterstab misst er von der Decken ran. Verschiedene Abstände, ja was sagst du? Mehrmals hat er noch nachkontrolliert, aber jedes Mal hat es zum gleichen Ergebnis geführt. Entnervt geht er zu seiner Inge in den Kuchen hinein. Ich wäre noch damisch, sagt er gleich. Meine neuen Haken im Wohnwagen drin sind total schief. Ich glaube, ich spinne. Doch der Wasserwagen, man kann es nicht glauben, sagt auch, dass einwandfrei im Wasserhahn. Da gibt es eine Erklärung bloß für mich. Die Wasserwaage ist ganz gewiss hin. Doch die Inge sagt, du schlauer Kund, der Wohnwagen steht auf schiefem Untergrund.
Und das war die Erklärung, da braucht nicht reden. So ist das tatsächlich gewesen. Dass eine Frau am Mannsbild sowas erklärt, das habe ich bis heute echt noch nicht gehört. Wenn der Udo messert, na tat ohne Lügen, einen schürfen Zau bestimmt der Meier kriegen. Aber das ist noch nicht alles vom Udo gewesen. Ein neues Handy hat er auch, so höre ich reden. Es habt's ja schon gehört, dass ihm neue Sachen anscheinend ein wenig Probleme machen. Seine Tochter hat, das war erbracht, bei einer Modenschau in der Schule mitgemacht. Ein Stadtratstermin tut der Udo stornieren, denn den Auftritt muss er schon dokumentieren. Mit seinem neuen Handy hat er aus dem Grund die Geschichte noch gefilmt, eine halbe Stunde. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel drauf. Da hat ihm noch ganz schön der Arm weh da. Doch leider, ja, das war echt blöd, hat er es noch nicht beherrscht, das neue Gerät. Und deswegen muss er später festgestellt haben, es war kein Film, sondern bloß ein einziges Foto drum. Ich meine, es war da echt nicht fad, wenn er sich Gebrauchsanweisung durchlesen darf. Mit der Technik ist an dir mal echt nicht angenehm. Da gibt's halt alle wieder so manches Problem. Im Geisenfelder Sitzungssaal, wie ich im Bilde bin, haut's mit der Beleuchtung nicht mehr so richtig hin. Es wird schon behauptet, wahr ist gewiss, dass ja jeder Bauwagen besser ausgleicht ist. Aber der Beleuchtungsplan, ein neuer, ist die meisten Räte halt scheinbar zu teuer. Der Schrauner hat, Hans hat gemeint, man sollte da Dinge, eine Angelschnurspanner und Birnen noch hängen. Ein anderer Vorschlag war ohne Lügen, jeder Stadtrat sollte eine Stirnlampen kriegen. Überhaupt nichts braucht's, haben auch ein gemeint dazu, die neuen Tablets leichten eh gerade nur. Ja, da kapiert's doch jetzt jeder fast, dass sie wirklich über alles trefflich streiten lässt. Vielleicht löst man das Problem und findet vom Ohr das Gelbe in der nächsten Nachklausursitzung nach der sechsten Halbe. Ein Punkt, und auch gewiss kein angenehmer, ist das alte Rathaus als Dauerthema. Jetzt soll es ja schon langsam, das war schön, mit dem Umbau endlich Athletz zugehen. Im Mai oder Juni wird's vierte, so sagt bloß einer. Das ist der Ladi, bloß glaubt's ihm keiner. Angeblich wird auch schon überlegt manchmal, ob man nicht E-Autos für die Stadt anschaffen soll. Aber es ist angeblich leider so, dass sich der Bürgermeister mit sowas nicht anfreunden kann. Wahrscheinlich haben sie ihm halt nicht spritzig genug. Und selber sagt er angeblich dazu, er tat die E-Autos drum nicht recht mögen, weil ihm die Reichweite von denen ist einfach zwing. Da sagt der Bachmeier Reinhard, die gelangt gewiss leicht. Da ist bloß der Fahrer schuld, wenn die nicht reicht. Wenn man vernünftig fährt, dann ist die Sache die, dann kommst du mit dem E-Mobil auch überall hin. Aber beim Christian ist es halt so bestimmt, dass der mit seinem Fahrstil nicht bis in Ingolstadt kommt. Allerdings braucht er ja bloß zum Reinhard kommen. Da kann er einen E-Auto-Fahrkurs bei dem nehmen. Das war natürlich schon was wert, aber aus gut unterrichteten Kreisen hat man schon gehört, dass der Reinhard mit seinem E-Wagen so ein Geschiss auch selber schon öfter liegen geblieben ist. Ja, der Christian fährt gern forsch und flott.
sodass er manchen Strafzettel schon empfangen hat. Und die Mähren, das hat ihn besonders gefreut, waren da von kommunalen Verkehrsüberwachung von Geisenfeld. Der Ortssprecher von Mayer, von Neding, hat stark darauf gedrängt, dass man so Smiley-Geräte in seinem Dorf aufhängt. Die recht bes schauen, es kennt sich schon, wenn einer daherkommt und ist schnell dran. Wenn aber ein braver und anständiger Fahrer kommt, dann lachen sie ganz freundlich, weil das Tempo stimmt. Der Bürgermeister Christian, so höre ich reden, ist vor dem Vorschlag zuerst gar nicht begeistert gewesen. Doch nachher hat er an seine vielen Strafzettel gedacht und man hat in Neding doch das Gerät aufgehängt. Inzwischen, so darf ich euch aber verraten, ist er direkt schon ein Fan von den Smileys geworden. Und drum ist jetzt halt der Fall, die Dinger hängen schon fast überall. Und der Christian freut sich, wie man hört, dass er an die Ortseingänge wie so schön angelacht wird. Und ein Haufen Geldsportler nebenbei auch garantiert, denn seine Strafzettel haben sie drastisch reduziert. Übrigens, Christian, es war für ihn nicht fad, wenn man als Spinner sowas aufhängen hat. Vom Bürgermeister habe ich übrigens noch gehört, dem haben sie eine Weinwoche zum Geburtstag verehrt. Der Samstag, hat er gesagt, war recht lustig und schön, aber am Sonntag tut es ihm noch gar nicht recht gut gehen. Und das Schlimme war, so hört man reden, in dem Weinort haben die Straßen recht unehm gewesen. Und deswegen tut sich er noch ganz klar, auch am Geh mit Sonntag, am Sonntag zackrisch schwer. Aber ich schätze und ich sage das auch ganz frei, da wird eher der Wein vom Samstag schuld gewesen sein. Das Problem für einen Hohle Tauer ist, ja, glaubt es mir, der trinkt halt einen Wein genauso wie das Bier. Und da hat, so kann man wirklich sagen, schon so manchem seine Füße weggezogen. Vom Kneilkurt weiß ich eins ganz gewiss, dass er beim letzten Starkbierfest gerade so gegangen ist. Im FW-Ausschuss im letzten Jahr, da war ein strikter Gegenwies war, dass man wegen unserer Starkbierfeier auf Binnert umzieht zum Rockermeier. Er wollte unbedingt weiterhin Salfator trinken, denn das Binnerter Bier, das kann's nicht bringen. Der Sebastianiburg sagt, er gibt uns gewiss einen Rest. Der taugt nichts. Da gehe ich nicht aufs Fest. Gescheit haben sie ihn bearbeitet, das dürft ihr mir glauben, bis sie ihn zum Mitgehen auch doch überredet haben. Er hat aber trotzdem felsenfest erklärt, dass das Fest in Binnert bestimmt nichts wert und er nur unter Protest und aus Solidarität zu den Freien Wählern zum Startbier geht. Doch schon bei der ersten Halbe hat er entdeckt, dass ihm das Binnerter Gebräu ganz sakrisch schmeckt. Und zwar so gut, dass er bei Rotkreuz sicher halbe zusammengebracht hat. Das war ein Glück. Ja, Gott sei Dank. Aber drei Tage lang war noch der Kurtel krank. Das liegt aber nicht primär am Sebastianiburg, sondern mehr an der Menge. Ganz ohne Frage. Denn bei derer Lache, man kann es verstehen, darf einem mit jedem Starkbier nicht gut gehen. Das war nämlich ein halber der Saughiebe voll. Da war es jeden anderen gewiss auch nicht mehr wohl. Jetzt hab ich gerade vom kräftigen Trinker geredet. Darum meine ich, es war kein Fehler nicht und war bestimmt für keiner schon, wenn man einen kräftigen Schluck gleich nehmen dann. Darum trinkt ihr jetzt zwischendrin mit mir eine gescheite Masse von dem guten Binnerter Fastenbier. Prost miteinander und kein Zweifel nicht, dass ich mich danach wieder viel leichter rede. So, wenn's fertig ist, packen wir wieder an.
Es kommen schon nur ein Etli drauf. Wenn einem alter Christian in der Sitzung etwas nicht taugt, dann hat er sich ein Druckmittel vom Pfaffer Hoferer Bürgermeister angeschaut. Wenn der Antrag nicht durchgeht, gibt er zum Verstehen, dann mache ich einen Herker und stehe auf und gehe. Allerdings bin ich jetzt schon informiert, dass das Geisenfeld noch nicht so funktioniert. Die Methode war vielleicht zu später Stunde gescheit, wenn Schulz-Edith ihre üblichen Anfragen stellt. Deswegen haben nämlich die Räte wie ihre Herr tatsächlich schon ein wenig Angst vor ihr. Wenn Tagesordnung durch ist und jeder ist froh und träumt von einer frischen Halbe schon, dann hebt Edith den Finger, du glaubst das nicht, und sagt, dass er dringende Anfrage noch hätte. Da geht dann wegen dieser frohen Kunde schon manchmal ein Seufzer durch die hehre Runde. Denn die Folge davon ist meistens leider, die Gaudi geht noch eine halbe Stunde weiter. Da war die Pfafferhoferer Methode noch gewiss nicht schlecht. Und dem Christian sei Herker, der kam gewiss recht. Er hat sie, so weiß ich auch Bescheid, angeblich ganz eisern an die Fastenzeit. Er behauptet zumindest selber, dass ihm gelingt, dass er die 40 Tage über kein Bier nicht trinkt und den Drang danach ganz gewiss besiegt und sich angeblich mit Wasser bloß genügt. Aus gut unterrichteten Kreisen kann man allerdings hören, dass er da ein wenig schwindelt. Das glaube ich gern. Angeblich trinkt er zum Wasser, so dürfen Sie mir verzeihen, in nicht geringer Menge einen roten Wein. Der Fastenvorsitz ist echt interessant. Ich glaube, dass ich da auch aufs Bier verzichten kann. Sowas tut sich die Hetznecker Gerda gleich gar nicht vornehmen. Denn ein Bierverzicht tut für sie nicht in Frage kommen. In der Fraktionssitzung, wer kann das verstehen, trinkt Mauna angeblich bloß Limo und Kaffee. Das war für Gerda aber ganz was Neues. Die bestellt sich jedes Mal ihr halbe Weiß. Und man kann dazu sagen, Bravo! Und man kann dazu sagen, ohne übertreiben, es muss auch nicht alle bei einer bleiben. So was gefällt mir, das ist eine Schau. Ich habe Respekt vor der Frau. Der Erl Erich, das war wirklich gut, fährt mit der Familie zum Skifahren fort. Kurz vor Innsbruck übermannt er die Müdigkeit, drum lastet Martina an Steier, das war gescheit. Die hat ja als Fahrerin echt was los. Drum schlaft der Erich selig wie in Abrahams Schoß. Kurz vor der Mautstelle, aber am Brenner, sind der Martina so gewisse Zweifel gekommen. Sie weckt ihren Garten auf so dann und fragt, ob's da noch richtig sind. Da hat's geschaut, wie es von ihm hat gehört. Ja, Frau, da haben wir total verkehrt. Mit Umkehren ist natürlich auch nichts mehr gegangen. Und so können sie nichts anderes nachfangen. Sie müssen zweimal über den Brenner fahren und 20 Euro Maut sind fällig geworden. Vom Zeitverlust will ich gar nicht reden. Das ist für den Erich eine echte Gaudi gewesen. Ich kann die Erls jetzt bloß verrohen. Bei ihm da der Navi gewesen nicht schon. Vom Erich wisst ihr ja alles am Gewiss, dass er ein passionierter Jäger ist. Aber mit dem Wildbret, das sage ich frei raus, kennt er sich anscheinend nicht so recht aus. Der Taler Hans, der war so frei und lag dann Stadtrat zu seinem 60. ein. Am Erich hat so gut geschmeckt das Essen, dass er zum Gastgeber noch gesagt hat, wegen dessen, der Rindsgulasch ist ein echtes Gedicht. Aber von einem Ochsen war das leider nicht. Es war ein Hirsch. Das ist das Schöne. So was sollte der Jäger ja doch schon kennen.
dazu ein Treibjagd, laut der Kürzli ein, eine österreichische Jagerwand da dabei. Dauert es halt angeblich bis tief in die Nacht und in einer Tour hat es gekracht. Wir sind letzten Mal die Strecke verblasen haben, da kannst der Amler Alex gar nicht glauben. Was? Ein Viecherling bloß da? Da frage ich mich jetzt wirklich schon, und das müsst ihr mir jetzt auch gleich voran, warum ist noch 60 Mal geschossen worden? Da meint der Erich, jetzt wird's recht. 1 zu 5 ist als Quote doch gar nicht so schlecht. Ich sage euch, dass ich mit ihm einig bin. Das ist nicht schlecht, aber in der Lotterie. Als Treiber, aber weiß man nicht geheuer, denn sowas heißt man der Trommelfeier. Der Erich, ja, das ist eine Pracht, ist bei der FW um Zuwachs stets bedacht. Er sagt, die Damen von der Feinkostbar und ganz besonders Steffi, das ist klar, passen rein menschlich, man kann es verstehen, ganz hervorragend nein in unser FWG. Was er mit rein menschlich meint, stehe ich dahin und überlasse das eurer Fantasie. Beim Fallner siege ich daheim, so hör ich glatt, find jede Woche Schwangerschaftsgymnastik statt. Drei Gruppen sind jetzt mal dabei, mit verschiedenen Themen, verrückt doch gleich. Wehenbegleitung für werdende Väter, Babymassage, das braucht doch jeder, und Rückbildung, die ist besonders wichtig, und jetzt Thema interessiert an Siege richtig. Jede Gruppe wird vor allem intensiv begleitet. Und er überlegt schon jetzt in letzter Zeit, ob er künftig nicht direkt eine selber führt und in Bindungsstation gleich integriert. Ich dachte am Rollen jetzt ganz ohne Lachen, er sollte einen Hebammenkurs gleich auch noch machen. Vom Weber Paul, da hör ich gerade, dass er seinen 50. erst gefeiert hat, sei Antje, weil sie es romantisch wollte, hat Haufen die weißen Teelichter ins Schlafzimmer gestellt und außerdem auf der Terrasse ein Prunkfeuerwerk noch krachen lassen. Doch ein Paul, das haben sie mir entdeckt, hat die Pyroshow bloß gescheit erschreckt. Er war tatsächlich drauf und dran, dass eine Feuerwehr hätte gerufen. Oh. Es scheint so, ich sag's frei raus, mit Romantik riechst bei einem 50er nicht fein aus. Aber sonst ist er recht modern, gewiss war, tragt Real Jeans wie mit 18 Jahren. Da ist manchem ein Rätsel ganz bestimmt, wie er in die Hosen überhaupt noch reinkommt. Modebewusst und ein wenig eitel ist er schon und zieht sich alle tipptopp an. Bei der letzten Feuerwehrsitzung waren Bürgermeister alle drei mit dunklem Anzug und Krawatten dabei. Der Paul hat aber bloß Jeans angehabt. Darum wollte er gleich noch mit Heimpfeil gerade. Um sich auch so ein Outfit zu verpassen. Da sagt der alte Christiane, er soll das lassen. Denn seine jetzige Kleidung passt ganz gewiss, weil er schließlich noch kein Bürgermeister ist. Und ein bisschen ein Unterschied zu den drei muss ja schließlich doch noch sein. Vielleicht trainiert der Paul jetzt schon sogar, wenn er Krawatten braucht hat in ein paar Jahren. Er ist jetzt ja wirklich überall präsent, sodass mancher schon an einen gewissen Plan da denkt. Der Kaiser Franz, der sagt zu dem Fall, meiner kennt man's, schauen wir einmal. Ein Amler Alex hat's ziemlich geschlaucht. Eine neue Hüften hat er gleich gebraucht. Die ganze Geschichte ist inzwischen vorbei, doch die Operationsfotos waren bei ihm alle dabei. Die hat er, so bin ich informiert, vor allem die Damen gern präsentiert. Seine Kollegen haben jetzt im Verdacht, er hätte es deswegen so gern gemacht, weil er halt der holden Weiblichkeit sein sexy Body nebenbei vorstellen wollte. Er hat sich eingebildet, das war eine Schau, doch die Reaktionen der Damen waren eher mau. Von der Gigel Jutta
So höre ich gerade, dass die alle mehr den Eindruck hat, ihr Funsel, der hört schon ziemlich schlecht. Und der Hörapparat war für ihn gewiss recht. Ich glaube aber, so ein Gerät ist bei ihm gar nicht gefragt. Der will bloß nicht alles hören, was die Jutta sagt. Der Resch, Jürgen, da gibt es keinen Zweifel dran, ist im FB-Ausschuss ein wichtiger Mo. Ein ständiges Problem mit ihm ist aber steht, dass er die bayerische Sprache gar nicht versteht. Bis man eher manche Aussage verständlich machen kann, geht viel Zeit mit Übersetzung verloren. Ein bayerisch kurz für Erzgebirger war für ihn gewiss schön. Man kann da meine Ausführungen vielleicht verstehen. Schnetzelmeier Inge, dem Udo seine Frau, hat ein neues Navi, das ist eine Schau. Auf der Fahrt zwischen Gon und See sagt das tatsächlich auf einmal: höchste Vorsicht auf diesem Wege, ein Geisterfahrer ist auf der Strecke. Ein Geisterfahrer zwischen See und Gon. Wie das gehen soll, muss man mir erst voran. Bei so einem Krampf, da kennt's ganz geschwind, dass die Elektronik schon an dir mal spinnt. Als einzige Erklärung tat dafür gehen, vielleicht war der Sausi-Sepp gerade in der Nähe. Der Josef ist nämlich, wie ich her, schon ein wenig Gefahr im Straßenverkehr. Sei forsche Fahrweise muss er bissen und hat einen Schein schon zweimal abgeben müssen. Das Härteste dabei war, wie ich weiß, dass er noch zu Fuß zum Birntaler pilgern muss. Sagen kann ich es nicht jetzt garantiert, ob er den bekannten Test hat auch schon absolviert. Aber wundern darf einen wirklich nicht. Und wenn es mit dem Punkt zusammen so weitergeht, dann kann man den Josef garantieren, er muss sich einen Chauffeur noch engagieren. Mit dem Sepp allein kann man ohne Lachen die höchste Startbierrede machen. Denn es zirkt der gute Mo die Missgeschicke förmlich an. Mit dem Eiwanger Hubert zu Heri Rehn ist er zu Moorburg drunter beim Essen gewesen. Ein trunken Edel hätte er gerade ins Mai schieben wollen, dann ist ihm vom Gariro eine Soße reingefallen. Bei ihm selber war deswegen nicht viel los. Aber der Eiwanger war voll der Spritzt mit Soße. Wenn dem mit dem großen Vorsitzenden das passiert, dann ist schon gescheit wieder garantiert. Es ist doch gewiss, nicht sicher ohne Frage, ob der Hubert mit ihm noch ein zweites Mal essen mag. Aber zu Pfarrhofer im Volksfest ohne Schmarrn ist am Sepp was ganz Besonderes widerfahren. Der Josef geht zum Bieseln raus und lädt im Klo sein Blodern aus. Doch auf einmal, was ist da los? Da gespannt er wird unten los. Des Rätsels Lösung hat ihn gescheit verdrossen. Das Urinal war leider nicht angeschlossen. Und alles, was er oben hat eingelassen, ist unten wieder raus. Er kann es nicht fassen. Der ganze Sorg rinnt ohne Faxen, voll über den Sepp seine Hosen haxen. Ausgeschaut hat er wirklich schön. Und so kann er nicht mehr das Zelt reingehen. Zum Glück hat er sein Handy dabei. Und Marlene ruft er auch noch gleich: hol mich ab und zwar sofort. Ich stehe am Festplatz hinterm Abort. Schick dir meine Hosen, ist ganz verhunzt. Meinst du, wie ich ausschau? Total der Brunst.
In dem Fall, ja, da braucht nicht reden, ist das Handy wirklich seine Rettung gewesen. Aber auch mit dem ist so ein Tier mal leider, manchmal hilft das Handy auch nicht weiter. Das wird am folgenden Beispiel klar, wie er mit seinem Vetter Alter beim Fußball war. Der Sausi war Chauffeur und man kann sagen, er hat schon einen echt modernen Wohn. Da kannst du den Autoschlüssel im Hosensack lassen und trotzdem starten. Man möchte es nicht fassen. Das nutzt der Sepp natürlich aus und tut den Schlüssel nicht von der Tasche raus. Marlene und Margit waren auch dabei, aber die gingen halt nicht mit ins Stadion rein. Die fahren lieber weiter, ein klarer Fall, ins Forsthaus Wörbrunn. Da ist ein schönes Lokal. Am Parkplatz stehen sie am Motor an und kaum steht er. Ja, na, gespannt ist schon. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist nicht die Schiene, weil wir jetzt das Auto nicht mehr starten können. Und der Josef, ja, verreckt doch gleich, hat natürlich sein Handy nicht dabei. Aber die Margit hat gemeint, das kriegen wir schon. Da rufe ich mein Sepp auf seinem Handy an. Doch leider hat es auch nicht geklappt. Der hat das sehr ausgeschaltet gehabt. Jetzt spricht es ihm auf die Mailbox. Doch die Sache ist ja so, dass der Sepp die leider nicht bedienen kann. Die zwei Männer haben noch, ja, das war hart, vergeblich auf einer Dame gewartet. Und der Sausi, das war auch schön blöd, weiß die neue Handynummer von der Marlene nicht. Sandra hat er noch auch nicht erreicht. Ja, und dir mal, man hat es echt nicht leicht. Über den Maler Bachmeier, so haben sie mir erzählt, haben sie nach längerer Zeit noch endlich Kontakt hergestellt. Und bis der Sausi die Situation noch hat verstanden, ist auch noch eine schöne Zeit vergangen. Weil man da echt nichts anderes machen kann, sind schließlich mit dem Taxi zum Forsthaus gefahren. Das Asi hat dann noch gescheit mit dem Fahrer gekackelt, denn bei den Fahrkosten hat es ganz schön geschnackelt. Der Haufen Zeit verplempert und brennt noch gescheit und der FC Ingolstadt hat auch noch verspielt. Da kann man sagen, ganz ohne Frage, das war ein echt beschissener Nachmittag. Der alte Sepp Arbeit, das ist nicht das Neue, aus familiären Gründen als Steward beim Stangelmeier. Wo er inzwischen, wie man tatsächlich hört, bloß mehr zu Nachtfahrten eingeteilt wird. Als Grund für die Maßnahmen geben sie zu, dass er bei der Nacht sowieso nicht schlafen kann. Und außerdem hat er ohne Frage als Rentner zum Schlafen auch beim Tag. So. Das ist endlich gewesen, mein Ried für heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefreut. Wenn ja, dann dürft ihr es weiter sagen. Wenn nicht, dürft ihr es mit Fassung tragen. Und bleibt trotzdem in froher Rund. Alles haben noch gemütlich sitzen, ein paar Stunden. Und jetzt mache ich auch sofort Schluss und wende mich wieder zu am Biergenuss. Den ich habe von der ganzen Rederei inzwischen schon ein restlos Druckers Mai. Aus dem Grund nehme ich jetzt alle miteinander unsere Sebastiano Beck Krügel gleich in die Hand und dann trinkt es allesamt miteinander mit mir ein gescheites Maifall von dem guten Fastenbier, denn es ist wirklich höchste Zeit für ein gescheites Prosit der Gemütlichkeit. Dankeschön. Da geht's gut. Der Meier ist ein blöder Hund, der redet fast eine Dreiviertelstunde. Ein Trinkspruch, hat die Resi einen Kropf und der Hirsch einen Wasserkopf, dann sieht sogar ein Blinder, die zwei kriegen schierige Kinder. Prost.
So ohne einen ganz kurzen Witz darf ich natürlich auch nicht gehen. Also einen ganz kurzen. Sagt der Enkel zum Opa, du Opa, hat er schon ein Gewicht? Sagt der Opa, kein Gramm. Sagt er, oh, dann hab ich die Hosen geschissen. Dankeschön. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.